Was du gerade praktisch gesagt hast, pass auf der Schule deines Sohnes gibt es Kinder, die schauen aus wie ich. Auf der einen Seite habe ich einfach diesen Feroz Khan, der so eine dumme Scheiße labert. Auf der anderen Seite des Extrems hast du einen Dara, der vollkommen leugnet, dass es Migrationsprobleme gibt überhaupt. Und man weiß nicht, man steht irgendwo dazwischen und denkt sich einfach, sag einmal, seid ihr alle komplett geistig krank? Das ist doch überhaupt keine Problemanalyse. Hast du irgendeine Lösung präsentiert hier, außer dass sie Ausländer hassen? Wir sind die Einzigen, die sich an Zahlen halten. Aber genauso wie die Wokies einfach vollkommen jegliche Realität ignorieren und einfach nur lügen, damit einfach ihr Hass irgendwo zusammenkommt. Unser einziges Problem ist der Ausländer. Wenn der nicht da ist, dann werden wir einfach in Honig baden den ganzen Tag. Ja, okay, passt. Ja, deine Realität kannst du haben. Alles gut. Ihr könnt ja gerne gegen Ausländer hetzen, aber das, was ihr da tut, diese Hetze gegen Ausländer, das ist die Grundlage für die Ketten, die ihr bekommen werdet. Schaut euch diesen süßen Kerl an. So ein fescher junger Mann. Krimineller Ausländer. Ja, der ist einfach... Das heißt, ich kann bald nicht mehr. Fangen wir vielleicht damit an. Ich habe es mir nicht angeschaut. No shit. Ich habe es mir wirklich nicht. Ich habe es mir rausgesucht, damit ich reinschaue, bis sich lohnt, darauf zu reacten. Jetzt kann ich das gemeinsam mit euch machen. Was sind das eigentlich für verrückte, auf den Kopf gestellte Zeiten, dass man selbst... Dass ein Mensch mit pakistanischem Migrationshintergrund sich für die AfD einsetzt. Ich weiß, crazy, oder? Als politisch involvierter Mensch mit der Empörung nicht mehr hinterherkommt. Die Europameisterschaft... Vor allem als politischer Mensch mit der Empörung nicht herkommt, als würden sie jemals irgendwas anderes machen, die AfDler. Als gäbe es irgendwas anderes als permanente Empörung, ja? Haben sie jemals irgendwas anderes gemacht? In Deutschland ging ja schon mal gut los. Fast schon frohlockend titelten die Medien nach dem Attentat in Mannheim vom Deutschen in Hamburg, der mit einem Eispickel und einem Molotow-Cocktail in den Händen Passanten und Polizisten bedrohte. Sogar mit Vornamen und einem ersten Bild mit einem Balken vor den Augen. Interessant. Interessant. Also, das Lustige ist, irgendjemand von euch hat mir ein Video gepostet. Dieses Video hier. China's random attacks are going critical. China is in panic mode. Chinese murder season has gone critical. Incidents of random mass knife attacks are on the rise. Ja, in China gehen die Messerattacken hoch von Chinesen. Also es sind keine Moslems, es sind keine Araber, es sind keine irgendwelche anderen Leute, sondern es sind Menschen, die offensichtlich an den Rand des Verstandes gedrängt wurden. Ja? So ähnlich wie das hier auch ist, ja. Weil hier wird ja immer so gesagt, niemand hat irgendwas gegen Asiaten. Warte. Nein. Es ist vollkommen klar, dass Menschen immer mehr auszucken, ja. Menschen gehen einfach immer mehr crazy und attackieren irgendwie random Leute und ticken aus und haben sie einfach nicht mehr alle, ja. Weil dieses System da draußen sie einfach immer mehr und mehr in den Wahnsinn treibt. Niemand ist einfach Messermann, weil wegen seiner Herkunft, ne? Letzt wurde außer ihm niemand, denn bevor er irgendetwas anrichten konnte, hatte ihn die Polizei kampfunfähig geschossen. Linke würden jetzt normalerweise wegen übertriebener Polizeigewalt aufschreien, aber dafür hatte der Aggressor wohl die falsche Hautfarbe. Es war allem Anschein nach nämlich diesmal ein Deutscher. Und ja, ich kriege auch solche Fälle mit und wie ihr seht, spreche ich auch darüber auf diesem Kanal. Da könnten sich Tagesschau-Fans aus der linken Fraktion gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Mhm, wir Linken sind Tagesschau-Fans, richtig, Bruder. Finde ich interessant, wie er hier 107 Dislikes hat. Ich glaube, diese 107 Dislikes, sie sind auch von Rechten. Das ist einfach von diesen Rechten, die es nicht aushalten, dass sie einen Pakistani reden hören. Es triggert sie einfach viel zu hart. Weil ich glaube nicht, dass es Linke gibt, die sich 107 Linke gibt, die sich das anschauen und disliken. Das sind diese rechte Fraktion, die sich einfach denkt, nein, ist mir egal. Ich dislike ihn trotzdem. Er ist kein Deutscher, er wird nie ein Deutscher sein. Wahre Düsi-Freunde, richtig. Und wenn es in umgekehrter Konstellation seitens der üblichen Verdächtigen auch in etwa einem ähnlichen Zahlenverhältnis vorkommen würde, dann wäre ich gerne bereit, von einem psychisch gestörten Einzelfall zu sprechen. Aber von diesen Zahlenverhältnissen sind wir weit entfernt. Kürzlich, wie gesagt... Jeder Mensch, ich habe das schon einmal gesagt, jeder Mensch, der irgendwo losgeht und auf andere Leute einsticht, ist geistesgestört, ist einfach kaputt im Kopf. Das kann gar nicht anders sein. Du kannst ja nicht irgendein Dude sein, der da draußen herumläuft und sich einfach denkt, hey, ich hole mir jetzt ein Messer und gehe auf Leute einstechen, random. Und dann bist du normal im Kopf. Das ist nicht gegeben, ist einfach nicht möglich. Der islamisch-religiös motivierte... Aber natürlich
geht es einfach darum, dass von dieser Seite erklärt werden wird, wenn jemand ein Messer in die Hand nimmt und andere angreift, dann muss er wohl Ausländer sein. Ne? Und wenn die Zeitung sagt, dass es ein Einheimischer ist, dann muss man fragen, ein Einheimischer mit welchem Vornamen? Hä? Anschlag auf eine Kundgebung der BPE in Mannheim. Und was war eigentlich in Wolmirstedt los? Da hat nämlich wieder ein Afghaner um sich gestochen, 2 Tote. Pünktlich zum Auftakt der EM auf einer privaten Fußballparty, deren Gäste in keinerlei Beziehung zum Attentäter standen. Ja, Attentat, denn wenn ein zugereister Afghane mit dem Instrument seiner Wahl hier Menschenleben riskiert und das zufällig an einem Freitag, dann kann ich mich vor den offensichtlichen Muster nicht dumm stellen. Und zur Erinnerung. Ja, aber du kannst dich auch vor anderen offensichtlichen Mustern dumm stellen. Du willst dich nur bei diesem offensichtlichen Muster nicht dumm stellen. Und das ist auch okay, man sollte sich auch nicht dumm stellen. Aber wenn man sich nicht dumm stellen will, sollte man sich bei allen anderen Dingen auch nicht dumm stellen. Ja? Nämlich die anderen Faktoren, die da mitwirken bei dieser ganzen Nummer. Weil wenn man glaubt, dass das irgendwie ein islamistischer Anschlag ist, wenn jemand in die Gärten von Leuten geht und sie absticht, weiß ich nicht, Alter. Leute ticken durch. Und die Frage ist, jetzt können wir fragen, wieso machen Afghanen das zum Beispiel? Ja? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, Afghanen kommen da ein bisschen öfter vor. Das kann auch eine Frage der Mentalität sein. Das kann ein ganz anderer Umgang mit Demütigung sein. Das kann ein ganz anderer Umgang mit der eigenen Situation zu tun haben. Weil vielleicht gibt es irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht ein Deutscher, wenn er obdachlos wird, Beispiel, dann würde er eher akzeptieren, dass er obdachlos ist und einfach sagen, ja, so ist das jetzt nun. Ne? Aber für einen Afghanen vielleicht, ich sage nur vielleicht, nur als Beispiel, wäre das so eine Selbstabwertung und wäre das so eine Beleidigung, dass er sich denken würde, so ein Leben ist nicht einmal mehr würdig zu leben und dann würde man vielleicht sowas machen, weißt du? Nur ein Beispiel. So, ich glaube, dass die Grenze, wie viel man sich gefallen lässt oder wie viel man erträgt, bei jedem anders ist. Ich glaube, dass das sogar in Kulturen auch anders ist. Wenn man zum Beispiel an die Japaner denkt, die ertragen da viel mehr, was die Gesellschaft ihnen antut. Und da gibt es wieder andere Leute, die das nicht so ertragen. Geht es Afghanen und Syrer denn so schlecht in Deutschland? Ich sage nur, dass eben genau das, ob es jemandem schlecht geht oder nicht, eine sehr subjektive Frage ist. Und der Umgang damit, wenn du in so einer Situation bist, auch eine sehr individuelle ist. In Japan spielt dafür Selbstmord eine viel größere Rolle. Ja, genau, das meine ich. Das ist so auch kulturell bedingt. Und da muss man einfach unterscheiden und verstehen, was hier passiert. Und wenn du fragst, ob es Afghanen und Syrer so schlecht in Deutschland geht, ich glaube schon. Nicht allen, aber vielen definitiv, ja. Viele haben sicher kein Geld, haben sicher irgendwelche Probleme. 100%. Kann ja gar nicht anders sein. Das ist so, als würdest du fragen, geht es den Deutschen so schlecht in Deutschland? Ja, würde ich dir auch sagen. Klar geht es. Es gibt viele Deutsche, denen es in Deutschland schlecht geht. Definitiv. Wie aber die damit umgehen, ist halt eine andere Art vielleicht. Genau, sogar Deutschen geht es schlecht in Deutschland. Warum sollten sich Migranten viel wohler fühlen, ja? Auch Soleiman Atai, der abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan, der zuletzt in Mannheim einen Polizisten ermordete und weitere Menschen schwer verletzte, schlug an einem Freitag zu. Der Freitag ist der heilige Wochentag der Muslime. Weder Wolmirstedt noch Mannheim nahm komischerweise nicht ein Fünftel der Tagesschau gleich zu Beginn ein, wie beispielsweise der tätliche Angriff auf einen Politiker aus Dresden der SPD. Nein, nein, viel wichtiger war die Berichterstattung über muslimische Pilgerer in Mekka. Die Ermordeten im eigenen Land werden währenddessen unter den Teppich gekehrt. Derweil bereichern. Das mit den Pilgern in Mekka war wahrscheinlich deswegen, weil dort über 1000 Leute gestorben sind an Hitze. An einem Tag. Ich weiß ja nicht, so wie ich die Rechten kenne, müssten die sich ja teilweise eh darüber freuen, wenn so viele Moslems sterben, oder? Oder nicht? Sind die nicht so? Weiß ich nicht. Aber das Spannende an der ganzen Geschichte ist doch, es wurde darüber berichtet. Dein Problem ist, dass nicht lang genug darüber berichtet wurde. Was wünschst du dir, Feroz? Wünschst du dir, dass einfach Tagesschau losgeht und dann sagt er, guten Abend, liebe Deutsche, scheiß Ausländer euch und ich möchte nur sagen, Islam gehört nicht zu Deutschland und deswegen sollten wir möglichst schnell den Düsi aktivieren und remigrieren. So, kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Das ist, was du gerne hättest, oder was ist dein Scheißpunkt? Uns allerlei Einzelfälle dieser Art. In Ingolstadt beispielsweise hat ein Tag nach dem Anschlag in Wolmirstedt ein 17-Jähriger einen 24-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Und nach den Live-Bildern aus Mannheim können wir uns mittlerweile alle herleiten, was eine schwere Verletzung im Kontext mit einem Messer so bedeuten kann. Ruckzuck triffst du ein Messer in die Hauptschlagader und dann dauert es keine halbe Minute, bis derjenige zusammensackt und daran krepiert. Ich will euch die Bilder hier ersparen, aber wer sich gerne ein eigenes Bild machen möchte, der folgt mir gerne auf Telegram, da zeige ich euch ein solches Beispiel. Vor 2 Wochen ein ähnliches. Was täten wir ohne dich?
Ja, ich weiß nicht. Messerattacken sind scheiße, absolut, ja. Messerattacken steigen in England, Messerattacken steigen in China, Messerattacken steigen einfach überall. Und ich glaube, das liegt einfach an diesem Konkurrenzsystem. Das ist die logischste Erklärung, die es gibt. In einem System, wo jeder danach trachtet, den anderen fertig zu machen und keiner menschliches Leben mehr wertschätzt, passiert sowas. Das ist halt wie Dinge laufen. Ja, deswegen ist ja eine Kritik an dem System, ja, Messer sind schuld, ohne Scheiß. Ja. Dieser Dreckskapitalismus fickt uns so sehr, genau, ja, das ist absolut. Ja, aber das würde er wiederum leugnen, weil er stellt sich ja nicht gerne blöd, ne? Das Bild in Frankfurt am Main. Ja, IQ ist da, da ist IQ schuld, definitiv, sehe ich auch so. In einem Park greift ein 19-Jähriger mit einem Cuttermesser einer auf einer Park. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Bei all dem, was ich hier rede, wird der durchschnittliche Rechte einfach immer nur hören, dass ich hier Terroristen verharmlose. Weil ihr Gehirn einfach nicht anders kann. Ihr Gehirn ist einfach so gepolt, dass wenn du einfach sagst, hey, es gibt viele Faktoren, sie dann einfach sagen, aha, also schützt du Verbrecher. Du kannst ihnen nicht einfach erklären, dass es einfach viele Faktoren gibt und dass, wenn wir wirklich das Problem lösen wollen, es nicht helfen wird, wenn wir uns selbst über die Ursachen und Folgen anlügen. Es gibt keine ehrliche Diskussion, wer es war und warum es so war. Absolut. Wir sind Maiskörner in einer Pfütze Öl im Topf und langsam wird der Boden heiß und der Deckel ist drauf. Absolut. Aber danach gibt's Popcorn. Das ist jetzt zumindest das Positive, ne? Sitzende 41-jährige Frau an, verletzt sich schwer. Opferwahl auch hier rein zufällig und auch hier war der Messerstecher ein Afghane und unsere Bundesregierung diskutiert derzeit ernsthaft, ob es zumutbar wäre, solche Leute wieder zurück in ihre Heimat abzuschieben. Das ist der Stand der Debatte nach über 9 Jahren offener Grenzen, während da draußen tagtäglich Menschen mit Leib und Leben für diese Art von Politik bezahlen. Interessantes Vorgehen. Ich frage mich, was erhofft sich Feroz Khan? Erhofft er sich irgendwie so, dass er eine hohe Position bekommt in den Medien, wenn mal die AfD an der Macht ist? Oder erhofft er sich, dass er selber mal abgeschoben wird, weil er Deutschland in Wirklichkeit gar nicht leiden kann? Oder was ist seine Idee? Wie wäre es mit deinem Talk mit ihm? Er traut sich nicht in einen Talk mit mir. Ich habe ihn schon mehrmals eingeladen. Recht, dass die Deutschen hier in ihrem eigenen... Das letzte Mal, wo ich auf ihn reagiert habe, ist er zum Kaspar gerannt, damit Kaspar ihn verteidigt gegen meine Reaction auf ihn. Ja. Er leitet dann das rechte Funk. Ja, ja, genau. Das erhofft er sich wahrscheinlich irgendwo, ja. Land genießen, nämlich wenn es darum geht, Opfer ihrer eigenen Gäste zu werden. Sonst ist ja auch immer vom weißen Privileg die Rede. Warum reden Woke und Feministen mal nicht über die Opferhierarchie, die im Westen vorherrscht? Zum Mythos vom weißen Privileg gibt es übrigens auch ein Blitz auf Blitzwissen von Georges Giscard. In dieser Darstellung erscheint der weiße Mann als gemeinsamer Feind. Indem sich die vereinten Minderheiten auf ihn konzentrieren, könnten sie, obwohl sie alle auf unterschiedliche Weise... Glaubt ihr, identifiziert sich Feroz als weiß? Ist das der Grund, warum er all das macht? Weil er in Wirklichkeit im Herzen ein Weißer ist? Ist das die Idee? ...diese unterdrückt werden, eine Umkehrung der bestehenden Hierarchien und Unterdrückungsstrukturen bewirken. Diese Revolution markiert den Beginn des politischen Wokismus. Er tritt an die Stelle der proletarischen Revolution im klassischen Marxismus, die zum gerechteren Sozialismus führen sollte. Ja, als hätten wir uns das ausgesucht. Allerdings weist der politische Wokismus eklatant... Tropic Thunder, ja, ohne Scheiß. ...interne Widersprüche auf. Er ist Samuel L. Jackson in Django Unchained, schon, oder? Kommentar ganz oben. Aber er hat doch immer den Hip-Hop-Finger, ja. Mein und Gott. Damit zurück zum heutigen Thema. Die Realität könnte der Migrationspolitik der letzten Jahre... So werden die Allmanns dich nie als einen von ihren akzeptieren. Wir Ausländer sind einfach viel cooler, unsere Movements sind einfach viel smoother, verstehst du? Komm zu uns, Feroz. Akzeptier deinen Migrationsuntergrund als Migrationsvordergrund. Steh einfach dazu, dass du ein Ausländer bist. Ja, so wie wir alle dazu stehen. Es ist okay, wir lieben dich trotzdem. ...kaum ein erschütternderes Zeugnis ausstellen und... Und akzeptier die Glatze, stimmt, er kann nicht mal die Glatze akzeptieren, Alter, die er bekommt.
Dennoch ist kein Ende dieser Tortur in Sicht. Besonders entlarvend wird es, wenn wir folgende Fälle gegenüberstellen. In Grevesmühlen soll eine Gruppe aus 20 Jugendlichen zwei schwarzafrikanische Mädchen zu Boden gerungen und auch auf deren Köpfe eingetreten haben. Die Medien fraßen den Angehörigen der Opfer natürlich fingerleckend aus der Hand. Die SPD-Politikerin Manuela Schwesig war ebenfalls sofort zur Stelle, um über den Vorfall ihr Zitat tief empfundenes Mitgefühl auszudrücken. In Zeiten, in denen in Deutschland wöchentlich jemand zu Tode gemessert wird, erregt dieser Vorfall ihr Mitgefühl. Nicht, dass ich das eine mit dem anderen aufwiegen möchte, aber auffällig ist die verfehlte Prioritätensetzung allerdings schon. Zu dem Messerstich. Du möchtest auf keinen Fall das eine mit dem anderen aufwiegen, niemals. Du doch nicht. Das ist nur auf der anderen Seite verwerflich. Auf eurer eigenen ist das schon okay. Mach nur weiter. Rein in Wolmirstedt, Frankfurt am Main oder Ingolstadt habe ich noch keinen Tweet ihrerseits vernommen. Das finde ich ebenfalls äußerst auffällig. Mittlerweile stellt sich die ganze Geschichte etwas anders dar. Dennoch wird gegen jugendliche Beteiligte wegen dem Besitz von einem Messer und einem Hitlergruß ermittelt. Das auch gegen den... Was? Deutsche Rechtsradikale oder Rechtsextreme haben Messer? Warum haben sie Messer? Bestimmt nur, um sich zu verteidigen, oder? Gegen kleine Mädchen, oder? Habe ich was falsch verstanden? Wenn Vater ermittelt wurde, schreiben die Systemmedien hingegen nicht so gerne. Hingegen erreichten uns aus dem thüringischen Gera Bilder, die dokumentieren, wie Deutsche von afghanischen und syrischen Jugendgangs an Schulen gemobbt, erniedrigt und gequält werden. Solche Fälle muss man nicht herbeiempören oder überspitzen. Das ist die bittere Realität. Und auch hierzu gab es seitens der Linken... Was hast du in deiner Schulzeit gemacht, Veros? Systemapparate nur ohrenbetäubendes Schweigen. Und noch, während ich an diesem Beitrag gegen das himmelschreiende mediale Ungleichgewicht solche Fälle betreffend sitze, erfahre ich, dass am vergangenen Wochenende der gerade einmal 20-jährige Philippos Zanis von einer Gruppe junger Männer, 20 an der Zahl, zu Boden getreten und totgeprügelt wurde. Ja. Mittlerweile ist... So, und hier ist einfach eine Sache wichtig zu verstehen. Es geht nicht um Ausländer. Es geht darum, dass die Gesellschaft als solche verroht. Es geht darum, dass es überall immer mehr Gewalt gibt. Ja, nicht nur in Deutschland, überall, scheißegal wo, in China, in Somalia, in Südamerika, in Nordamerika, in scheißegal, überall. Ja, das ist einfach die Idee, weil diese Gesellschaft Menschen an den Rand des Verstandes drückt. Das ist einfach, was passiert. Und darüber sollten wir reden. Ja, natürlich kannst du dir jetzt rauspicken und einfach sagen, hey, schau, hier ist einfach ein Ausländer, der jemanden totgeprügelt hat. Hier ist ein Ausländer, der wen abgestochen hat. Ja, eh, sicher. Aber glaubst du, Deutsche machen das nicht? Glaubst du, Chinesen machen das nicht? Glaubst du, Amerikaner machen das nicht? Glaubst du, Schwarze machen das und Weiße nicht? Oder Weiße, aber Schwarze nicht? Das machen alle. Das ist ja das scheiß Problem. Weil es einfach eine Frage des Systems ist. Und über dieses System müssen wir reden. Aber die Rechten vermeiden es, jedes Mal über dieses System zu reden. Weil es ihnen in Wirklichkeit nicht darum geht, dass diese ganze Scheiße aufhört, sondern es geht ihnen einfach nur darum, dass sie die eine Seite gegen die andere Seite aufhetzen. Und ich finde es fatal, hinzugehen und einfach zu sagen, ah, die Weißen, die Ausländer, die Schwarzen, die Mongolen, die Chinesen, die Norweger, die, keine Ahnung, Mexikaner. Ja, es ist scheiße. Es ist einfach ein dummes Gelaber, das einfach alles nur noch schlimmer machen wird und nicht besser. Es wird es nicht besser machen. Und die Frage ist, wer ist ehrlich daran interessiert, dass Dinge besser werden? Ich bin daran interessiert, dass Dinge besser werden. Ja, aber ich glaube, es gibt nicht viele von uns. Angeblich ging es darum, dass er ein Kreuz trug, der Auslöser. Ja, Wahnsinn. Crazy. Du sagst, es liegt an den Menschen, denn das System ist zweitrangig, da lügst du dich einfach selbst an. Da lügst du dich selbst an. Du kannst dir ja anschauen, glaubst du, sind Menschen im Gefängnis gewalttätiger oder in Situationen, wo sie eingesperrt sind, sind sie unmenschlicher, gewalttätiger, rücksichtsloser, als wenn sie in einer guten Umgebung sind? Glaubst du, dass Menschen, die einfach wohlerzogen in einer guten Umgebung aufwachsen, genauso sich benehmen, ganz genauso benehmen, wie Leute, die ihr ganzes Leben lang angesperrt und geschlagen wurden? Also wenn du das glaubst, dann solltest du dich besser informieren, weil das stimmt nicht. Wir leben schon genug lang auf diesem Planeten, um zu wissen, dass das nicht so ist. Wir als Menschheitsfamilie brauchen mehr Liebe für unsere Nächsten, absolut. Aber die kannst du nicht haben, wenn du permanent von der Umgebung fertig gemacht wirst. Das ist ganz normal. Wenn du einfach in Amerika zum Beispiel ein schwarzes Kind bist und du aufwächst, dann wirst du von Anfang an seit deiner Geburt benachteiligt, wirst von Anfang an in eine bestimmte Richtung geschoben, wirst von Anfang an in eine gewisse Richtung sozialisiert. Dir wird von Anfang an beigebracht, wie du Probleme löst. Dir wird von Anfang an, weißt du,
Das kann niemand leugnen. Das kann man sich anschauen. Das ist schon so oft bewiesen und so oft erforscht. Und hier ist es genau das Gleiche. Und ich trenne, wenn Menschen anfangen, sich gegenseitig abzuknallen oder sich abzustechen oder sich zu beschimpfen auch nur, dann schaue ich, was ist die Ursache dafür? Und ich frage nicht, welche Hautfarbe hat er? Ich frage nicht, wo kommt der her? Ah, diese Leute fragen das. Und jetzt musst du dich fragen, was löst das? Was löst das deiner Meinung nach, wenn du erfährst, woher er kommt? Okay, sie kommen aus Afghanistan und Syrien, sowas jetzt. Alle Afghanen und Syrer abschieben. Okay, mach das. Glaubst du, dass dadurch Messerattacken und Gewalt in deinem Land aufhört? Glaubst du, das war's dann? Dass niemand jemals wieder irgendwen verprügelt, niemand jemals wieder stirbt, niemand irgendwen abknallt, absticht oder ähnliches, das war's dann? Wenn du alle Araber rausgehaut hast oder wen auch immer, dann ist das beendet? Komisch, okay. Ja, das kann man so sehen, aber das ist halt lächerlich. Es gibt überhaupt keinen fucking Sinn, weil es gibt ja Länder, wo diese Leute nicht dort sind und trotzdem passieren ja solche Sachen ständig. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass eine bessere Lösung wäre, gib den Menschen ein würdiges Leben, wo es ihnen an nichts fehlt. Und ich schwöre dir, es wird keine Gewalt mehr geben. Aber 100% wird es keine Gewalt mehr geben. So einfach ist das. Aber vor 2015 war Deutschland bei weitem sicherer. Okay, gut, kannst du so sagen. Ja, ich würde nicht sagen bei weitem, aber sagen wir, du hast recht. In dieser Zeit von 2015 bis heute sind ja 10 Jahre vergangen. Was ist passiert in diesen 10 Jahren? Es sind Ausländer dazugekommen, das wissen wir. Okay. Was ist noch passiert? Ist die Kaufkraft gesunken? Ist der mentale Druck auf Menschen erhöht worden? Hat Social Media Konsum und gegenseitiges Herabwürdigen zugenommen? Hat sich die Mentalität geändert? Was ist alles passiert in der Zeit? Hat man Sozialleistungen gestrichen? Hat man Menschen in irgendeiner Art mehr Druck ausgesetzt? Zum Beispiel, wenn sie arbeitslos sind oder wenn sie zum Beispiel keine Kohle haben. Hat man mehr Gifte ins Essen getan? Essen Menschen mehr Essen, das so konzipiert ist, dass es Inhaltsstoffe beinhaltet, die zu viel Salz, zu viel Zucker, zu viel Scheiße fürs Hirn beinhalten, so dass du komplett crazy gehst, einfach nur vom Essen? Also begehen Reiche keine Verbrechen mehr, weil es ihm ja gut geht. Wo hast du einen Reichen gesehen, der dort auf der Straße steht und irgendwelche Leute random absticht? Wann hast du das gesehen? Hast du das irgendwo gesehen? Wenn ja, bitte wo? Oder dass ein Reicher irgendwo draußen herumgeht und Amok läuft oder Leute zusammenschlägt? Also ich habe das noch nicht gesehen. Klar, dass Reiche Verbrechen begehen wie Steuerhinterziehung oder Bestechung oder irgendwelche solche Sachen, sicher, klar. Weil sie können, weil es um Macht geht. Aber auch da ist eine Frage von System und Erziehung. Ist doch so, oder? Nach deiner Ansicht sollte es ja keine Kriminalität unter Reichen geben, weil es ihnen besser geht. Es gibt ja auch weniger Kriminalität unter Reichen, weil es ihnen besser geht. Sag ich dir noch einmal, wo sind diese Reichen da draußen, die losgehen und Leute verprügeln? Hast du das irgendwo gesehen? Vollkommener Schwachsinn. Die Pandemie hat auch viele Leute gefickt, ja. Richtig. Wie viele Leute sind durch die Pandemie kriminell geworden? Wie viele Leute sind durch die Pandemie kriminell geworden? Was ist kriminell? Was bedeutet kriminell? Also jetzt können wir das mal fragen, ja. Und dann können wir sagen, dass es vielleicht das ist, dass du deine GEZ-Gebühr nicht mehr zahlen willst. Vielleicht ist es so simpel. Von der Idee her müssen wir uns einfach überlegen, woran liegt das, dass die einen solche Verbrechen machen, die anderen solche Verbrechen machen. Und dafür gibt es einen Grund. Und dieser Grund ist einfach die Lebenslage. Wenn ich dir keine Arbeit gebe, kein Geld gebe, keine Unterkunft gebe, wo du dich normal aufhalten kannst, dann wirst du draußen herumlaufen und deine Zeit draußen verbringen, auf der Straße. Und dann, wenn du auf der Straße bist, wirst du mit anderen Leuten abhängen, die auf der Straße sind. Ich sag dir, wer auf der Straße abhängt, weil ich war sehr viel auf der Straße. Auf der Straße hängen irgendwelche Sozialversager herum. Leute, die in dieser Gesellschaft verloren haben, die hängen auf der Straße herum. Und wenn du dann zu ihnen kommst und mit ihnen abhängst und nichts zu tun hast den ganzen Tag, keine Kohle hast, keine Perspektive hast, da kommst du auf dumme Ideen. Ich kenne sehr viele Leute, die auf dumme Ideen gekommen sind, die sich dann gedacht haben, okay, wie komme ich an Kohle? Okay, ich verticke Drogen. Ah, da gibt es irgendwen, der... Und dann bist du aber die ganze Zeit so scheiße drauf. Du denkst dir, ah, scheiß Leben, scheiß Welt, alles ist beschissen, alles fickt mich, alle gehen gegen mich, dies, das, jenes. Und was tust du dann? Dann gehst du raus und der Erstbeste, der irgendwie dir entgegenkommt und dich irgendwie blöd anmacht, an dem prügelst du deinen ganzen Frust raus. Das ist einfach, was Sache ist. Und wer das leugnet, ist entweder dumm
und uninformiert, oder er macht es absichtlich, weil er die Gesellschaft spalten will und Dinge einfach ablenken will von der Wahrheit. Das ist die große Frage. Mal eine doofe Frage, warum lässt man so viele rein, wenn man keine Perspektive geben kann? Eben deswegen, damit die Probleme entstehen, damit die Gesellschaft gespalten wird und damit man besser kontrollieren kann, damit man den Sozialstaat abschaffen kann und damit man einfach alles kaputt machen kann, die gesamte Gesellschaft unterwerfen kann. Deswegen. Man darf das nur nicht als Entschuldigung verstehen. Jeder Mensch hat trotzdem die Wahl, so etwas nicht zu tun. Ja, klar, natürlich. Natürlich ist das keine Entschuldigung, es ist eine Begründung. Wir versuchen ja zu verstehen, was mit was zusammenhängt. Und dieses ganze rechte Gelaber, das ist, weil er Muslim ist. Halt die Fresse, du Idiot einfach. Du bist einfach viel zu dumm einfach. Es ist einfach so fucking, es ist so gegen jegliches Gehirn. Das ist so scheiße verblödet einfach. Was heißt einfach so, das ist, weil er Muslim ist? Selbst wenn er ein Islamist ist, dann wirst du einfach sehen, dass die Leute, die Islamisten geworden sind, dass das meistens Menschen sind, die arm sind, die irgendwie gefickt wurden von der Gesellschaft und die sich dann extremisiert haben. So ist das bei Nazis, so ist das bei Islamisten. Es ist kein Unterschied. Es gehen keine Leute zu Nazis, die irgendwie im guten Elternhaus aufgewachsen sind, wo sie Liebe bekommen haben und die, keine Ahnung, gut gebildet wurden. Die werden dann nicht plötzlich so Nazi und werden Extremisten und prügeln Leute draußen mit Baseballschlägern tot. Das passiert nicht. Genauso werden Leute, die so aufgewachsen sind, nicht Islamisten. Es passiert einfach fucking nicht. Ja? Und es gibt genug soziologische Forschung, psychologische Forschung dazu. Es ist ja nicht so, als wüssten wir das nicht. Die Einzigen, die das nicht wissen, sind die Rechten, weil die wollen einfach gegen Moslems hetzen. Die wollen einfach gegen Ausländer hetzen. Ihr könnt ja gerne gegen Ausländer hetzen, aber das, was ihr da tut, diese Hetze gegen Ausländer, das ist die Grundlage für die Ketten, die ihr bekommen werdet. Ihr könnt einfach draußen herumlaufen und könnt einfach so viel hetzen, wie viel ihr wollt. Ihr werdet am Ende die Gefickten sein von euren eigenen Leuten dadurch. Das sage ich jedes Mal, man glaubt mir das nicht, du wirst sehen. Ihr werdet es sowieso sehen. Ihr werdet das eh weitermachen, bis ihr einfach gesehen habt, wie ihr gefickt werdet von euren eigenen Leuten. Ja? Und das ist einfach, was passieren wird. Ich wollte damit sagen, dass nicht der Kapitalismus schuld an dieser Kriminalität ist, jedenfalls nicht ausschließt. Du hast ja keine Ahnung, wovon du redest. Der Kapitalismus hat nichts damit zu tun, wirklich. Es hat nichts damit zu tun, dass einfach die Konzerne die ganze Umwelt zerbombt haben. Also Konzerne plus Rüstungsindustrie natürlich, ja. Die haben die ganze scheiß Welt zerbombt, dadurch gibt es überhaupt Flüchtlinge. Diese Menschen werden in Armut gehalten, weil sie so nützlicher sind für die Herrschenden. Alles, was diese Menschen machen können, um an irgendeine Identität zu kommen, ist konsumieren. Ihnen wird beigebracht, dass du andere ficken musst, bevor sie dich ficken. Aber das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Junge, einfach. Nein, gar nicht. Es hat was mit Sozialismus. Das ist Sozialismus, oder? Schalt mal den Gang runter, der Bruder muss halt noch ein bisschen was lernen, so wie wir alle. Bro, der ist ja hier schon seit 2 Jahren. Was will der lernen? Der braucht ja nichts lernen. Schleich dich einfach. Geh woanders hin und laber deinen Scheiß woanders. Gibt's doch nicht. Und außerdem, letztes Mal habe ich ihm eh schon zugeschaut. Der geht mir schon sowieso schon länger am Sack. Habe ihm erst letztens zugeschaut, wie der Typ herumläuft und in anderen Chats über mich herzieht. Ja, und dann kommt er hierher und will diskutieren. Verpiss dich. Was für Lappen einfach. Kannst dir nicht ausdenken. Ja. Bekannt, dass der Haupttäter ein polizeibekannter 18-jähriger Asylbewerber aus Syrien ist. Und Linke tragen einem ernsthaft immer noch Rostock-Lichtenhagen hinterher. Vielleicht sollten wir uns alle verpissen. Ja, verpisst euch alle. Macht das, ja. Schau, pass auf, ich bann dich einfach. Und deinen Freund auch. Ich bann euch einfach alle. Verpisst euch alle. Ja? Ich habe keinen Bock auf euch, die einfach mit eurem gewaschenen Hirn hier reinkommt und dann einfach so, ja, der Kapitalismus hat uns nicht gemacht. Und da kannst du 7000 Mal herleiten, einfach wie das alles zusammenhängt. Aber nein! Okay, nein, passt. Alles cool. Ja, passt. Ja, nein. Kapitalismus, bestes System und alle Moslems böse und alle Ausländer komplett schlimm und unser einziges Problem ist der Ausländer. Wenn der nicht da ist, dann werden wir einfach in Honig baden den ganzen Tag. Ja, okay, passt. Ja, deine Realität kannst du haben. Alles gut. Ja. Mach aber bitte nicht hier, weil wenn ich das nochmal hier lese, kotze ich mir einfach in den Schritt. Verstehst du? Bitte verpisst euch irgendwo hin, einfach wo ich euch nicht lesen muss. Dankeschön. Wow, vielleicht sollten wir uns alle... Ja, ihr solltet euch alle verpissen. Absolut. Wenn ihr solche hirngewaschenen Opfer seid, verpisst euch alle. Ich habe so keinen Bock, euch zu lesen, ohne Scheiß. Ich habe so die Schnauze voll von euch. Das geht mir so am Sack einfach. Und dann, wie sie sich immer inszenieren, als wären sie irgendwelche so objektiven Leute.
Wir sind die Einzigen, die sich an Zahlen halten. Ja, aber genauso wie die Wokies einfach vollkommen jegliche Realität ignorieren und einfach nur lügen, damit einfach ihr Hass irgendwo so zusammenkommt. Und damit die Welt, die sie sich in ihrem kranken Kopf gebaut haben, einfach irgendwo einen Sinn ergibt und bestätigt wird. Ja, und ich wirklich, und dann sagen sie zu mir so, Erwin, du wirst woke, Erwin, du wirst rechts. Nein, ich bin einfach nur, mir ist kotzübel, wenn ich euch da draußen sehe. Das sowohl verlängert Kontaktschuld sowohl diese Rechten wie auch diese Pseudolinken wie die Pseudorechten, die gehen mir beide so am Sack. Niemand von ihnen interessiert sich auch nur eine Sekunde für die Wahrheit. Niemand von ihnen interessiert sich für komplexe Zusammenhänge. Es interessiert sie einen Scheißdreck. Das Einzige, worum es diesen Leuten geht, ist einfach zu lügen, damit es ihre Seite gewinnt. Okay, ihr könnt gerne lügen, damit eure Seite gewinnt. Und ich glaube auch, dass eure Seite gewinnen wird, weil ihr Lügner seid alle und weil ihr einfach, weil die Welt zuhauf aus euch besteht. Ich glaube auch, dass ihr gewinnen werdet. Nur der Punkt ist, wenn ihr mal gewonnen habt, werdet ihr merken, dass ihr nicht gewonnen habt. Weil man kann nicht einfach fucking lügen und sein ganzes Weltbild auf Lügen aufbauen und glauben, dass dabei ein gutes Leben rauskommt. That's not what's going to happen. Ihr werdet selber gefickt werden und das ist einfach fucking die Realität. Und es ist okay. Und ich würde euch wirklich diese Realität wünschen, weil die lügt ihr euch ja zusammen. Der Punkt ist, ihr werdet uns alle mitreißen in eure Drecksrealität. Das ist das scheiß Problem. Ja, fuck it. So ist es halt. Ja, aber ich will euch zumindest nicht lesen müssen. Ich will euch einfach fucking zumindest nicht lesen müssen. Das ist, wenn ich mir was wünschen kann, dann das. Ja, zieht uns alle in den Dreck, lügt da draußen alles an, macht die Welt zu einem Scheißort. Aber bitte irgendwo, wo ich dich nicht lesen muss. Versteht deine Wut, man kann irgendwann einfach nicht mehr, besonders wenn man das Gefühl hat, dass wenn diese Leute mal ihr Hirn verwenden würden, wir alle eine bessere Welt aufbauen könnten mit Kooperation statt Konkurrenz, ohne Scheiß, oder? Man steht da und denkt, es ist so einfach, wir könnten eine so tolle Welt haben. Wir könnten einfach eine Welt haben, wo wir alle genug zu essen haben, wo wir alle gut miteinander umgehen, wo es uns gut geht und dann kommen irgendwelche Volllappen daher. Klar, eine Welt, wo es allen gut geht. Das ist nur ein Wunschtraum, das wäre ja voll cool, natürlich, aber es ist einfach nicht real. Wir wurden so nicht geboren. Ja, es ist natürlich lustig, ja, aber sie sind ja nicht objektiv, sie geben das ja nur vor. Aber die Wokies machen das Gleiche, sie sagen, ja, im Gegensatz zu den Rechten halten wir uns an die Wissenschaft. Ja, absolut, Bro, 100%. Ja, ihr seid alle einfach wirklich Wissenschaftler, definitiv, Bro. Ja, was über 30 Jahre her ist, wobei niemand zu Tode gekommen ist, nicht einmal ernsthaft verletzt wurde. Was das angeht, haben Linke einen politisch-strategischen Vorteil, denn aufgrund der Seltenheit der umgekehrt gelagerten... Feroz, du weißt schon, dass diese Leute von Rostock-Lichtenhagen dich kaputtgeschlagen hätten, wenn du dort gestanden wärst. Du weißt schon, dass sie dich einfach wahrscheinlich vielleicht getötet hätten. Was ist mit diesen Leuten los, Alter? In denen tatsächlich Einheimische die Aggressoren und Zuwanderer die Opfer waren, konzentriert sich das Gedenken auf einige wenige Ereignisse, welche man sich auch leicht merken kann. Das wären im Grunde genommen Rostock-Lichtenhagen, Solingen, NSU, Hanau, Halle, Lübcke, eventuell noch der Fall Uri Jalloh. Teilweise sind die Fälle, wie gesagt, über 30 Jahre her. Das kann man locker an zwei Händen abzählen und auf der anderen Seite, wenn wir nur Merkels Erbe der offenen Grenzen seit 2015 nehmen, der größte Terroranschlag auf deutschem Boden in Berlin am Breitscheidplatz, Würzburg, Burgstedt, Ansbach, Ochsenfurt, Dresden, die Silvesternacht von Köln. Löwenherz 1973 schmuggelt 50 Euro an Bezos vorbei. Vielen Dank, dass du am Ball bleibst, auch wenn es dir derzeit nicht gut geht. Alles, was ich gelernt habe, ist, ich versuche gar nicht mal mehr irgendwen zu erreichen. Ich werde jetzt nur noch das sagen, was ich denke. Sollen sich doch alle ficken. Und ich sage dir, die meisten Leute haben absolut keinen fucking Bock darauf, irgendwie konstruktiv zu sein oder irgendetwas Sinnvolles zu finden. Sondern es geht einfach nur darum, einen Feind zu finden, den man hassen kann. Es ist wirklich dieses, wenn man einen Feind hat, hat er Tagstruktur. Es ergibt überhaupt keinen fucking Sinn. Und sie lügen einfach, dass sich die Scheißbalken biegen. Und sie wollen nur die eine Seite sehen, die ihren Hass bestätigt. Und okay, ja, können sie machen. Aber ich werde dastehen und werde sagen, ihr seid alle Hurensöhne und fertig. Ja. So, und zwar die gleichen Hurensöhne auf beiden Seiten. Ihr könnt mich so am Arsch lecken, hey. Mehr kann ich nicht machen. Ja, vielleicht bringt es ja was. Ich weiß es nicht. Das andere, was ich probiert habe, mit Linken zu reden und mit Rechten zu reden, hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber vielleicht bringt ja das was. Letzter Versuch. Mehr fällt mir auch nicht ein. Ja. Und ich muss sagen, ich fühle mich so wohl auch. Weil ich habe das Gefühl, endlich kann ich wirklich alles sagen, was ich denke, direkt heraus. Und muss nicht aufpassen, taktisch
Schau, du willst ja Leute nicht verjagen, du möchtest ihnen ja was beibringen. Hey, es ist in deiner Aufgabe, dir selbst was beizubringen. Wer bin ich, dass ich hier aufpasse, wie ich rede, damit du was lernst? Was soll das für eine Scheiße einfach? Was ist das für eine Idee, dass ich aufpasse, wie ich rede, weil du zu blöd bist, dazu zu lernen? Erst lern nicht dazu, geh unter, du Holzklotz, du. Fick dich doch, lern nicht dazu. Wieso bin ich verantwortlich dafür, dass dein Gehirn sich entwickelt? Hey, lass dein scheiß Gehirn unterentwickeln. Fuck you einfach. Ja, aber so werden die Linken nie viele werden. Ja, dann werden sie halt nie viele. So die, ja, okay, und? Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einfach dastehen und die ganze Zeit irgendeine Strategie entwickeln, wie ich Leute zu ihrem Wohl bringen kann? Fickt euch, geht in den fucking Untergang. Macht einfach, richtet euch selber zugrunde, ja. Do that. Ich werde sagen, dass ihr dumm seid und vielleicht hört jemand hin. Reichen dir 3 Vergewaltigungen am Tag seit 2015 nicht? Weißt du, was mir nicht reicht? Die Intelligenz in dieser Gesellschaft. Ich würde gerne sehen, dass es nicht nur Hurensöhne und Volltrottel gibt da draußen, die nur Scheiße labern. Das würde mir wirklich helfen. Ich glaube, dass das irgendwo der Anfang dafür wäre, dass wir uns langsam dorthin entwickeln, dass es in der Gesellschaft dann auch keine Gewalttaten mehr gibt gegenüber anderen Leuten. Ich glaube, das wäre ein guter erster Schritt. Weil wenn du mich schon so fragst, reichen dir 3 Vergewaltigungen nicht, tust du so, als würde ich das wollen. Weißt du, und das ist diese Dummheit, von der ich rede. Weil die Idee ist einfach, alles, was ich hier rede, dient actually dem, dass wir verhindern, dass Leute vergewaltigt werden. Aber leider gibt es Rechte, die nicht intelligent genug sind, das zu verstehen. Ich sage das hier nicht, weil ich möchte, dass mehr Leute abgestochen werden, dass mehr Leute vergewaltigt werden, dass es mehr Probleme in der Gesellschaft gibt, dass mehr Leute totgeprügelt werden. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte das Gegenteil. Nur werden wir das Gegenteil nicht erreichen, indem irgendwelche Leute herumlaufen und sagen, der Islam ist böse. Das ist nicht die Lösung. Auch nicht zu schreien, Remigration. Das wird das Problem nicht lösen. Wir müssen viel tiefer an den Kern des Problems, damit wir das alles lösen können. Okay? Und wer das nicht begreifen kann, der will das nicht begreifen. Du und Leute wie du, ihr wollt euren Hass ausleben. Ihr habt euch eine einfache Lösung für ein einfaches Problem gesucht. Also für ein komplexes Problem habt ihr eine einfache Lösung gesucht und damit gebt ihr euch zufrieden. Ich nicht. Ihr könnt euch gerne damit zufrieden geben. Aber bitte irgendwo, wo ich nicht bin. Ja? Weil ich kann euch nicht mehr sehen. Ich muss kotzen, wenn ich euch sehe. Ehrlich. Ja. Vor allem dieser Feroz Khan, der hier rechtsextreme Gewalt damit gleichsetzt, dass Leute, dass Rettungswagen mit Feuerlöschern beworfen wurden. Er hat hier gerade erklärt, ja, die ganzen Uri Jalloh und ich weiß nicht, was er nicht alles aufgezählt, Hanau und Lübcke und alles, und dann kommt er hier mit der Antwort. Von Köln, die Silvesternacht. Und dann kommt der Silvesternacht einfach. Versteht ihr, mit was wir es zu tun haben? Und irgendwelche 15.000 Volldebile liken das. Das kannst du dir nicht ausdenken, hey. Skandalen von Berlin, die Party- und Eventszene in Frankfurt und Stuttgart, die Gruppenvergewaltigungen in einem Park in Hamburg, hinter einem Tanzclub in Freiburg, am Berliner Schlachtensee, die unzähligen Einzelfälle in Chemnitz, Wiesbaden, Kandel, Illerkirchberg, Asberg und. Ich könnte, ohne zu übertreiben, 1 bis 2 Stunden locker fortfahren, dabei nur die letzten 10 Jahre begutachten und würde dennoch viele vergessen, weil es einfach... Ja, und was hättest du erreicht, indem du sie alle aufzählst? Was hättest du erreicht, außer den Leuten zu kommunizieren, schau, Ausländer sind das Problem. Was hättest du erreicht? Hast du irgendeine Lösung präsentiert hier, außer dass sie Ausländer hassen sollen? Es ergibt doch überhaupt keinen Sinn, was du redest. Das ist doch überhaupt keine Problemanalyse. Das ist doch überhaupt nicht, irgendwie hinzugehen und zu sagen, yo, was haben wir hier für ein Problem, was ist die Ursache, wie gehen wir damit um, wie finden wir eine Lösung? Sondern es ist einfach, hey, schau die da. Das ist alles, was du tust. Es ist lächerlich. Aber es ist scheinbar, gibt es genug Menschen in der Gesellschaft, die nicht tiefer denken wollen. Ja, ist okay. So viele waren, dass sich das kein Mensch merken, geschweige denn alles verarbeiten kann. Diese mediale Disbalance könnte auffälliger nicht sein. Und so auffällig das ist... So. Weil ich weiß nicht, auf der einen Seite habe ich einfach diesen Feroz Khan, der so eine dumme Scheiße labert. Auf der anderen Seite des Extrems hast du einen Dara, der vollkommen leugnet, dass es Migrationsprobleme gibt überhaupt. Und man weiß nicht, man steht irgendwo dazwischen und denkt sich einfach, sag einmal, seid ihr alle komplett geistig krank? Seid ihr alle vollkommen scheiße im Kopf? Und du weißt ganz genau, ich weiß, dass Dara intelligent ist. Ich weiß, dass Dara es besser weiß.
Ich weiß, dass Feroz es besser weiß. Ich weiß es. Ich weiß, dass sie es beide besser wissen. Das ist das Schlimmste daran. Symptomatisch ist auch diese Art von einsetzender bzw. ausbleibender Anteilnahme auch. Symptomatisch für ein Land, in dem die Einheimischen straffrei als Köterrasse beschimpft werden dürfen, aber wer ein Politiker sagt, alles für 16 Bundesländer, was überhaupt niemanden angreift oder adressiert, kostet aber 13.000 Euro. Symptomatisch für ein Land... Ja, und der eine möchte einfach in den Öffentlich-Rechtlichen und der andere will dann irgendwann, weiß ich auch nicht was. Keine Ahnung, im Ministerium für Ausländer landen oder keine Ahnung, was sein Scheißplan ist. Land, in dem zugewanderte Gruppenvergewaltiger ohne Gefängnisstrafe davonkommen, aber die, die genau diese beklagen, durchaus mal eingeknastet werden. Symptomatisch für ein Land, dessen Bundeszentrale für politische Bildung das eigene Volk straffrei zu Kartoffeln degradiert, während hingegen, ihr kennt den Rest. Ja, Rechte sind doch aber auch nur Symptome, absolut. Es ist offenkundig für alle. Für diese Regierung und den etablierten Medienapparat gibt es gute Opfer und schlechte Opfer, willkommene Opfer und Opfer, die man lieber schnell übergeht. Übrigens war die ach so fremden... Aber für dich ist es anders, oder was? Hast du irgendwann einmal Videos über Opfer der Rechtsextremen gemacht? Und wenn ja, hast du das relativiert oder hast du das verurteilt? Ich frage ja nur. Feindliche Bild-Zeitung, die erste, die den... Schau dir das an, Kanalmitglied werden, Unterstützer, Begleiter mit an der Front. Welche Front? Wovon träumst du? ...angeblichen Vorfall in Grevesmühlen überhaupt erst so groß aufgeblasen hat. Das ist eine bittere Bilanz. Antirassistische Linke lecken sich alle 10 Finger nach den Fällen, in denen Deutsche die Aggressoren und Ausländer die Opfer sind. Im Zweifel hilft man der Wirklichkeit mit seiner eigenen Vorstellungskraft und einem großen Medientamtam auf die Sprünge. Die Realität könnte allerdings diametraler und vernichtender für die Antirechtsagenda der Herrschenden kaum sein. Antirechtsagenda der Herrschenden. Wenn man so einen Satz aussprechen kann, ohne dass das ganze Hirn kollabiert, ist Wahnsinn. Die rechte Welt da draußen dreht sich nämlich genau in die entgegengesetzte Richtung. Und für alle peinlichen Keks, die jetzt kommen und einfach sagen, wieso, die Herrschenden haben doch eine Agenda gegen rechts. Das Traurige daran ist, sie sind selber rechts. Wow. In Deutschland haben sich binnen kürzester Zeit an deutschen Schulen Ausländergangs... Stimmt, die Grünen sind auch links, ja. Das habe ich ganz vergessen. Ne? ...mehrheitlich muslimischer Herkunft gebildet. Die Deutsche in ihrem eigenen Land zur Minderheit und zum Opfer degradieren, mobben, lynchen bis hin zu gemeingefährlichen körperlichen Übergriffen. Das sind wirklich, wirklich keine sonderlich rosigen Zeiten für die Advokaten der linksgrünen Multikulti-Agenda. Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Und diese neue Realität nimmt an deutschen Schulen gerade erst Fahrt auf. Wenn wir uns nämlich den demografischen Trend insbesondere in der unteren Altersgruppe anschauen. Setzt eure rosarote Brille ab, bereitet euch darauf vor, dass es gerade erst losgeht und achtet mal darauf, wie sehr sich das in nächster Zeit noch häufen wird. Es sind immer dieselben Muster. Ich bedanke mich. Ich verspreche dir, dass die Ausländer, die hier, also Leute mit Migrationshintergrund, die hier geboren werden, sich anders benehmen als Leute, die von irgendwo hergekommen sind. Wollen wir wetten, dass spätestens in der zweiten Generation das fast schon vollkommen weg ist und in der dritten vollkommen weg ist, sodass du gar nicht mehr merkst. Jede Studie zeigt das. Punkt 1. Und Punkt 2 einfach, was du gerade praktisch gesagt hast, ist, pass auf der Schule deines Sohnes gibt es Kinder, die schauen aus wie ich. Das ist, was du gerade gesagt hast. Und dann redest du irgendwas von Opfern. Fürs Zuhören, denkt an das Angebot von Blitzwissen in der Videobeschreibung. Ja, und da sieht man auch, dass die Rechten sich über diese Entwicklung freuen, ja. Ja, sie profitieren ja davon, hat ja die AfD ja schon gesagt, dass je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es ihnen. Ja, ist halt so, das ist normal. Beschreibung, als auch im angepinnten Kommentar ganz oben. Und in diesem Sinne, gerne bis zum nächsten Mal. Du sagst einfach so, ich verstehe jeden, welcher die Utopien aufgegeben hat und zur Systembekämpfung übergeht, wird nichts ändern, aber es geht was. Nein, 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 du verstehst nicht. Die Symptombekämpfung, die diese Leute hier machen wollen, wird ihr Untergang sein. Es ist nicht so, ob hier die Frage ist, wollen wir eine Utopie haben und eine Lösung aller Probleme oder lösen wir zuerst einmal ein Problem? Nein, 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 du verstehst nicht. Das, wo sie hingehen, wird gar kein Problem lösen. Es wird einfach nur 30 neue machen. Und diese 30 neuen Probleme, die entstehen werden, werden für genau die Leute, die das hier supporten, der Untergang sein. So wie das jedes Mal ist, wenn du Rechte unterstützt. Siehe zum Beispiel Giorgia Meloni
die armen Italiener gewählt haben, um sich gegen die Migranten zu wehren. Und dann ist Giorgia Meloni an die Macht gekommen und wen hat sie als allererstes gefickt? Genau die armen Italiener und hat dann noch mehr Ausländer reingelassen. Weil das Rechte sind, sie machen das immer so. Es ist nichts Neues. Diese Lösung, die einem hier angeboten wird, ist eine Falle. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist nur eine fucking Falle. Aber gut, das werden Sie schon sehen. Es ist unvermeidlich, dass Sie es sehen. Und ich verstehe, dass man sich gegen die Kriminalität wehren will. Und ich verstehe, dass man einfach dasteht und sagt, hey, wir haben Leute als Gäste aufgenommen und die gehen jetzt voll gegen uns und töten unsere Kinder, vergewaltigen dies, das. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass man das nicht möchte. Ich kann das nachvollziehen. Es ist eine ganz normale Reaktion und eine gesunde Reaktion zu sagen, wir wollen das nicht. Aber die Frage ist, du musst ein bisschen dein Gehirn einschalten und dich fragen, wie wollen wir das actually lösen? Was wollen wir dagegen machen? Ja, machen wir einfach 2015 rückgängig. Das ist ein, allein wenn du das aussprichst und dein Gehirn sagt dir nicht, dass das dumm ist, dann hast du sehr viel fucking verpasst, wo du hättest nachdenken können und dich informieren können, wie dieses System funktioniert. Du kannst Scheißzeit nicht zurückdrehen. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre was nicht passiert. Das geht so nicht. Du musst nach vorne schauen und Dinge verändern. Aber das ist einfach zu komplex. Hasse einfach deinen Nächsten, dann wird's schon werden, ja. Scheiße, krank einfach.